Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 1. Wir spielen wieder die galaktische Eroberung mit unserem großen Account und machen weiter hier in Sektor 1. Die Event der Folge sehen ziemlich mau aus, denn für die meisten davon brauchen wir entweder Widerstand oder Erste Ordnung und beide sind nicht sonderlich gut ausgebaut auf diesem Kanal, aber das hält uns nicht davon ab, trotzdem tonnenweise Spaß zu haben hier, wie ihr wisst. Die Sektorenerfolge, die können wir allerdings alle holen oder zumindest die meisten davon, denn dafür sind meistens andere Teams vonnöten und damit können wir definitiv dienen. Das heißt, wir werden hier weitermachen mit Kämpfen ohne Tanks im Trupp, außerdem Verteidigungswert erhöhen und natürlich Gegner mit Druideneinheiten vermöbeln. Und selbst wenn wir bis zum Ende des Sektors nicht in der Lage sind, alle Erfolge abzuschließen, ist es halb so wild, denn diesen Punkt hier, den kann man ja endlos oft farmen, um eben besondere Belohnungen zu bekommen für die, hier die Datacrons und so, ne, wisst ihr? Und das ist ziemlich cool, denn ich wollte sowieso mal ein bisschen mehr Wert auf Datacrons legen. Ich habe am eigenen Leibe gespürt, was so ein Jedi-Meister Luke mit einem auf Level 9 komplett ausgebauten Datacron anrichten kann. Da hatte selbst mein Imperator der Sith ewigen Perpetin keine Chance und dementsprechend möchte ich auch hier ein bisschen mehr von diesen Dingern farmen, so gut wie ich kann. Und das heißt, wenn wir diese Kämpfe machen, können wir natürlich noch solche Erfolge holen, wie beispielsweise, ne, hier, 50 Gegner mit Druideneinheiten erledigen, ne, das kommt ja automatisch dann jedes Mal, wenn wir das Ding farmen und pro Kampf sind das ja 5 Gegner oder so, ne? Okay, Freunde, also schnallt euch an für die Action, wir springen rein in diesen Punkt gleich nach dem Intro, los geht's! Das erste, was wir machen wollen in dieser Episode, ist einen Kampf gewinnen mit einem Team ohne Tanks im Trupp. Und was bietet sich besser gegen Rebellenabschaum an, als das Imperium zu wählen, das wir hier haben? Und das bedeutet also, mit dem Team hier räumen wir auf. So, also Darth Vader bekommt ja tonnenweise Tempo, wenn wir gegen Rebellen kämpfen, was ja hier der Fall ist. Und wir heizen erst einmal hier unseren ganzen Zorn auf sie mit Gebrüll. Dann greifen wir diese Rebellen hier ein nach dem anderen an, alle, die wir angreifen können. So, dann noch einmal bitte auf ihn hier. Wir können sie leider nicht angreifen. Sie ist nicht angreifbar für uns, weil sie sich versteckt hinter all ihren Leuten. Nicht einmal Darth Vader im Rage-Mode kommt dorthin. Das heißt, wir haben nur 4 Angriffe, die wir machen können und nicht 5. Hier machen wir noch einmal Schaden auf alle, sehr gut. Und dann müssen wir auf ihn werfen, unser Lichtschwert. Ich werf's trotzdem schon mal. Und zwar deswegen, weil wir nämlich dann Bonus-Zugleiste erhalten. Und zack, sehr gut, ne, für unser komplettes Team. Wenn nämlich Debuffs entfernt werden, kriegen wir die. Und er hier, weil er provoziert, möchte ich gerne ihm das Provozieren nehmen, damit wir alle anderen Einheiten angreifen können. Jetzt machen wir hier Debuffs auf alle und sorgen dafür, dass die alle ein bisschen langsamer werden. Ihr seht, jedes Mal, wenn ein Gegner unter 100% Gesundheit fällt, kriegen wir 16% Angriffskraft. Und das ist fast alle Gegner gerade passiert und dementsprechend haben wir tonnenweise Bonusangriffskraft erhalten und deswegen machen wir auch so viel Schaden mittlerweile mit all unseren Einheiten und ich würde mal sagen, wir greifen einfach mal ihn an, den guten Chirrut, damit wir den schon mal los sind, beziehungsweise, oder auch nicht, so machen wir Schaden auf alle hier, sehr gut, jetzt sind wir ihn los, sehr schön und dann greifen wir jetzt mal ganz kurz ihn an, killen ihn mit Palpatine und Mon Mothma verzieht sich ja von ganz alleine. Weiter geht es also mit dem nächsten Knoten und der besteht aus Jedi-Abschaum von Rebellen zu Jedi und hier haben wir es mit glücklicherweise nichts, was irgendwie mit eiserner Vergeltung zu tun hat oder sowas zu tun und das ist gut. Deswegen gehen wir jetzt hier in den Kampf und da nehmen wir ebenfalls wieder ein Team, das keinen Tank beinhält. Dann können wir das hier möglichst bald abschließen, zumal ja auch der gute Palpatine und Vader, die sind ja auch sehr, sehr, sehr gut gegen Jedi und das Blöde ist nur, wir können jetzt, weil die Gegner hier erhöhte Zähigkeit haben, nicht eine Bonusrunde rausholen, indem wir damit Schaden auf alle machen. Deswegen gehen wir erst einmal hier in den Rage-Mode und greifen jeden von denen einmal an. Ja, also damit können wir zumindest ein bisschen was rausholen. Und wir können halt eben nicht viel anrichten gegen Gegner, die jetzt halt hier erhöhte Zähigkeit haben mit Vader. Das ist ziemlich blöd. Wir müssen erst einmal die Zähigkeit von den Gegnern senken, um dann wieder eine Chance zu haben. Deswegen spare ich mir diesen Angriff. Aber ich greife jetzt hier Kenobi an, weil der sich jetzt hier anbietet. Oder
Ich würde fast sagen, ihn hier, weil den könnten wir theoretisch... Okay, gut, kritisch Treffer und sowas können wir auch vergessen. Bleiben wir erst einmal so. Vader ist aber noch markiert, das kann unglücklich sein. Und das Blöde ist jetzt halt, wir haben nicht wirklich die Möglichkeit hier, Gegner... rauszunehmen. Deswegen, es macht keinen Unterschied, ob wir jetzt hier ihn rausnehmen oder ihn. Die sind sowieso beide am Tanken die ganze Zeit. Deswegen gebe ich jetzt die Zugleiste hier Mara Jade. So, und jetzt gucke ich mal ganz kurz, was denn hier die Zähigkeit senkt. Das hier betäubt Gegner, senkt die Zähigkeit. Ich würde das hier würde ich mal zuerst machen. Ja, benutzen wir erst einmal das Ding hier, um Zugleisten zu geben und so weiter. Aber es hat nicht wirklich viel gebracht, weil die alle ausgewichen sind. Ihr seht, es ist ziemlich schwierig hier. Auch da, ne, Debuffs auf Gegner zu machen, ist auch ziemlich schwierig. Ist vielleicht nicht gerade das optimale Team gegen diese Gegner hier. Ich greife mal nochmal an. So, sehr gut. Und auch Blitzen bringt nicht wirklich viel hier auf die Gegner. Deswegen greife ich jetzt auch nochmal hier nochmal an. Sehr schön. Und ihr seht, die nehmen Vader raus, weil der hier provoziert aufgrund der Karte, die er hat. Das heißt also, mit diesem Team hier komme ich nicht wirklich weit in dem Kampf. Also gehe ich hier mal raus und nehme stattdessen ein anderes Team. Okay, also ohne irgendeinen besonderen Grund dafür zu haben, aber einfach nur aus Spaß, nehmen wir jetzt hier das Sith Imperium, denn ich weiß ja, dass einige, die zuschauen, große Fans sind vom Sith Imperium, genauso wie ich eigentlich, und deswegen wählen wir die jetzt hier. Es braucht keinen Grund, das Sith Imperium zu spielen. Ihr seht, auch Malak ist hier automatisch markiert, ne? Was sehr, sehr, sehr gut ist. Hier ist die Karte natürlich super. Und es braucht keinen Grund für mich, das Sith Imperium zu spielen. Die sind einfach absolut awesome. Das mache ich sehr, sehr, sehr gerne. Und deswegen nehme ich die jetzt. Da muss ich überhaupt nichts rechtfertigen. Auch wenn ich mich gerade rechtfertige. Und ich würde mal sagen, wir bleiben auf Kenobi hier. Saugen mal ein bisschen an ihm. Ja, so. Und dann springen wir auch auf ihn hier und machen Furcht auf alle Gegner. Und ihr seht, er ist totgeweiht. Das ist gut. Das heißt, wir greifen ihn jetzt hier an und er ist weg. Das ist ebenfalls gut. Jetzt machen wir Schaden auf alle. So, superklasse. Und das macht ja nochmal extra großen Schaden gegen Jedi, glaube ich, oder so. Diese Granate von ihm. Jetzt schmeißen wir hier auf ihn. Dann ist er nämlich auch so gut wie down. Und ich würde mal sagen, hier nochmal eine Schockhand in sein Gesicht. Und dann schocken wir alle. Und was machen wir als nächstes? Wir greifen hier mit den zwei Schwertchen an. Übrigens, immer wenn ich den hier sehe, dann denke ich natürlich an mein Star Wars The Old Republic Let's Play. Das momentan gerade aktuell nicht so wirklich weitergeht, aber es wird weitergehen, definitiv, und zwar sehr bald. Und dann werden wir so einen Charakter spielen. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt in einer älteren Episode. Den Sith Marodeur. Ja, ich würde gerne so einen Charakter spielen, als dunkle Seite Machtnutzer. Und das wird riesen Spaß machen. Das nächste, was wir machen, ist hier eine Karte wählen. Und ich habe ja schon mal gesagt, das untere Ding hier, da ist nichts, was mir wirklich gefällt. Fanatische Ehrgeiz ignoriere ich einfach mal. Das brauchen wir nicht wirklich. Instabiler Entschleuniger ist ebenfalls nicht das, was ich mir vorstelle. Wenn ein Verbündeter einem Gegner Schaden zufügt, verliert der Gegner 5% Zugleiste. Das ist eigentlich praktisch. Allerdings ist das hier eine graue Karte. Also jetzt nicht grün oder violett oder so, ne? Lila, wie auch immer. Ausgefeilte Fähigkeit. Verbündete erhalten Effektivität in Höhe von 40%. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber auch hier glaube ich mal, dass insgesamt das hier gnadenlose Schnelligkeit am besten für uns geeignet ist, denn sobald die Gesundheit eines Gegners unter 100% fällt, was relativ gut machbar ist für uns, ja, erhalten alle Verbündeten 22% Zugleiste. Das heißt also, wir bekommen tonnenweise Möglichkeiten auf Erstschläge, bevor die Gegner überhaupt zum Zug kommen. Das halte ich grundsätzlich für am besten. Wir haben außerdem noch hier Schmerzverstärkung, das ist auch ziemlich gut. Belegt ein Verbündeter einen Gegner mit einem Debuff, fügt er diesem außerdem 5,1% maximal Gesundheitsschaden zu. Das finde ich ebenfalls gut, allerdings hoffe ich hier auf eine bessere Karte, nämlich eine, die eine Farbe hat, also grün oder blau oder lila oder so, ne, wisst ihr? Hyperbeschleuniger. So wie ich die Karte verstehe und so wie sie am meisten Sinn macht, bedeutet das, wenn wir einem Gegner Schaden zufügen, bekommt dieser Gegner 5% Tempo. Der Gegner muss ja schneller werden, damit, wenn er dran ist, er 10% Maximalgesundheitsschaden bekommt. Wisst ihr, das Ziel bei der Karte ist, glaube ich, der Witz dabei, dass der Gegner schneller wird, aber jetzt, wenn er dran ist, kriegt er Maximalgesundheitsschaden. Unter den richtigen Kartenkombinationen kann das sehr mächtig sein. Beispielsweise, ne, Schmerzverstärkung, dann sowas wie, thermische Zermürbung, wo der Gegner ganz viele Thermaldetonatoren bekommt und jedes Mal, wenn er dran ist, explodieren die Granaten und er bekommt Maximalgesundheitsschaden, ne? Dann ist es gut, wenn er schneller ist. Unter Umständen ist diese Karte sehr gut, wenn ich die richtig verstanden habe. Aber man braucht dafür die richtige Kombination. Und weil ich nicht weiß, ob oder wann wir die erhalten, wähle ich erst einmal gnadenlose Schnelligkeit, weil wir einfach gnadenlos schnell sein wollen. Erst einmal, okay? Das Ding kostet auch nur einen Punkt. Ihr seht, wir haben tonnenweise Kapazitäten frei, weil wir so viele billige Karten haben hier. Mit unserem angestauten Rotz und der Freiwilligen, ihr wisst schon, dementsprechend lassen wir es erst einmal so.
Und gucken wir unsere nächste Belohnung an, die wir hier bekommen haben. Das Ding hier, sehr, sehr schön. Und ja, wie gesagt, ich werde bald Datacons ausbauen. Das mache ich in einem Video oder in einem Livestream, auf jeden Fall mit euch gemeinsam. Dass wir dann gemeinsam lernen, wie das halt so abläuft. Hier haben wir es wieder mit einem sehr heimtückischen Team zu tun, nämlich standhafte Vergeltung. Ja, da wird es Zeit für aggressive Verhandlungen. Und die würden wir führen mit unserem Jedi-Meister Luke. Also springen wir rein, Freunde. Okay, dann wollen wir mal. Ihr seht, wir machen hier erstmal Schaden auf alle Gegner. Sorgen dafür, dass die Fähigkeitenblockade uns zum Kram bekommen. Schicken wir erst einmal Luke David nicht vor, weil das ist ja in der Lage zu heilen. Das heben wir uns noch ein bisschen auf. Aber ihr seht, wir haben fast schon unsere Ultimate bereit. Was wir jetzt machen ist, wir bleiben auf Padme, schicken hier den hier vor, den guten Luke, weil wir Padme zuerst killen wollen. Machen aber nochmal das hier, um die Gegner Zugleiste zu nehmen, Fähigkeitenblockade und so Kram. Und dann hauen wir das hier drauf, damit die schön betäubt werden. Wir müssen jetzt leider ihn angreifen, es geht nicht anders. Schicken aber hier wieder Luke vor. Und der nimmt ihm dann seine Buffs. Dann gehen wir auf Padme zurück und nehmen hierbei wieder Luke mit. Sehr schön, ne? Bleiben dabei auf Padme drauf. Schicken noch einmal Luke vor hier, der großen Schaden anrichtet. Müssen halt leider erst einmal ihn wieder angreifen. Jetzt gehen wir auf Padme und nehmen dann ihn mit. So, Anakin greift uns an. Das passt schon. Ist nicht weiter schlimm. Wir kontern. Anakin kriegt wieder seine Bonusrunde. Auch das stört uns nicht weiter. Fängt sich ein. Spricht zu der Hand vom guten Jedi-Meister Luke. Und das war's dann für ihn. Als nächstes gehen wir auf Ahsoka, weil C-3PO können wir ignorieren. Schicken dann ihn hier vor. Sehr schön. Und ihr seht, wir heilen uns halt doch gut, ne? Wir haben glücklicherweise eine Karte angelegt, die unsere Gesundheit regeneriert. Also wir bekommen sozusagen, wir haben Lebenspunkte-Raubzeug-Dingens, ne? Wisst ihr, um halt unsere Gesundheit wieder hochzuladen und so. Das ist also ziemlich gut. So, vor allem gegen so ein Team mit standhafter Vergeltung. Aber ihr seht, wir haben endlich Möglichkeiten, diese Teams verlässlich zu erledigen. Und jetzt kämpfen wir gegen die, gegen die Separatisten. Ich habe gerade überlegt, ob wir da irgendwie ein besonderes Team nehmen könnten. Ich würde mal sagen, ja, wir haben wieder ein besonderes Team, nämlich eins ohne Tanks. Und zwar das hier. Sollte in der Lage sein, das zu schaffen. Sollte doch schnell genug sein. Sie sind ja immer bei 90%, ne? Okay, sind wir schneller? Nope, Gegner sind schneller, aber, vielleicht, Vader, komm, halte noch ein bisschen, aber, Vader, nein, nicht, komm, hier, noch ein, nein, verdammt, oh, Vader, halte noch durch, noch ein kleines bisschen, nur noch ein bisschen, Vader. Jawohl, er hat's geschafft, okay, sehr gut, und jetzt bestellt, nein, wir machen erst einmal das hier, boom, super, glücklicherweise spielt Tempo hier nicht wirklich eine Rolle in der Form, allerdings müssen wir jetzt erstmal in den Rage-Mode gehen, und dann greifen wir jeden einmal an, und zwar erst einmal ihn hier, weil der hier soll Fähigkeitenblockade bekommen, ne? Damit er nicht uns allen Schaden zufügt. Als nächstes wollen wir ihm hier Fähigkeitenblockade geben. Sehr gut. Dann greifen wir ihn hier an für ebenfalls Fähigkeitenblockade. Super, hat leider nicht funktioniert, ne? Aber ist nicht weiter schlimm. Dann machen wir Schaden auf ihn. Sehr schön. Greifen dann den hier an. So, super. Dann ihn hier ist der letzte, ne? Bei dem wir noch ein bisschen was Zeug rausholen können. Dann machen wir damit wieder Schaden auf alle. Wunderbar. Und jetzt machen wir erst einmal das Ding. Super. So, als nächstes gehen wir wieder Vader Zugleiste und gehen wieder in den Rage-Mode. Sehr gut. Und greifen dann wieder jeden einmal an. Also wieder ihn hier, ne? Super klasse, mit der Fähigkeitenblockade hat. Dann ihn hier wieder, auch Fähigkeitenblockade geben, sehr schön. Dann greifen wir ihn hier an. Glücklicherweise kann sich Vader jedes Mal heilen, wenn er Schaden auf alle macht. Greifen ihn wieder an, so, ne? Einen nach dem anderen, weil ich, wie gesagt, möglichst viele Runden rausholen will. Dann greifen wir ihn hier an. Sehr schön. Jetzt machen wir noch einmal Schaden über Zeit auf alle. Wunderbar. So, jetzt schmeißen wir unser Stöckchen auf jemanden, den wir killen. Wir müssen ihn angreifen. Ich würde mal sagen, das ist okay. Wir schmeißen ein Stöckchen auf ihn, konnten ihn killen. Sind aber leider betäubt worden. Das ist unglücklich gelaufen, aber nicht weiter schlimm. Wir machen Schaden auf alle hier. Boom, sehr gut. Könnten den wieder Zugleiste nehmen. Und jetzt ist Mara Jade endlich dran. Jetzt machen wir das hier. Superklasse. Müssen halt leider den Tank wieder angreifen hier. Können wir aber alle betäuben mit Purpatine. Sehr schön. Und dann greifen wir ihn hier an. Weil das ist der Einzige, den wir angreifen können. Ne? Ihr seht ja, der gute Newt Gunray ist unsichtbar. Den können wir nicht angreifen. Aber jetzt ist der Einzige, der da ist. Da fängt sich eine Kombination. Linker und rechter Haken vom guten Thrawn. Okay, Freunde, der nächste Punkt, und ihr merkt schon, zwischendurch immer wieder kleine Unterbrechungen, ist dieses Team hier, die imperialen Truppler. Und ich würde aber sagen, ich befürchte fast,
Unser Vader ist nicht schnell genug, um das Team zum Laufen zu bringen. Trotzdem gehen wir jetzt mal hier rein und geben unser Bestes. Ich kann halt Mara Jade noch nicht gute Mods geben, wisst ihr? Weil die ist noch nicht Ausrüstungsstufe 12, mindestens, um gute Mods zu bekommen. Und ihr seht, das passiert, wenn die Gegner schneller sind als wir. Ja, also die frühstücken uns einfach weg. Deswegen kann ich vielleicht hier auf Aufgeben gehen oder so. Okay, super. Mittlerweile kann man, also ich glaube, früher konnte man nicht aufgeben, wenn die Gegner dran waren. Mittlerweile kann man ja aufgeben, auch wenn die Gegner dran sind. Früher, also man, ich weiß nicht so genau, wann das gepatcht wurde. Aber es gab eine Zeit in Galaxy of Heroes, man konnte nicht ins Menü gehen, um aufzugeben, wenn die Gegner dran waren. Das heißt, man musste erstmal warten, bis all die Aktionen der Gegner beendet waren, bevor man auf Aufgeben klicken konnte. Deswegen bin ich manchmal gewohnt, noch zu warten, bis die ihre Aktion fertig gemacht haben. Aber man kann mittlerweile scheinbar auch dann aufgeben, wenn die Gegner am Zug sind. Was ich ziemlich cool finde, das spart einen Haufen ärgerliche Zeit. Und gegen die würde ich mal sagen, komm, wir setzen Anakin die 500 erst ein. Einfach, weil ich die so selten spiele hier, ne, setzen wir die einfach mal ein. Und ich glaube, die können auch ihre Verteidigung erhöhen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Anakin ist markiert, das ist super klasse. Und zuerst einmal machen wir das hier. Geben uns allen Zugleiste und erhöhen unsere Zähigkeit. Das ist grundsätzlich am besten. Dann schmeißen wir erstmal hier auf alle. Und das ist eigentlich der, den wir zuerst killen wollen, der Distanztruppler. Allerdings ist Piet sehr gefährlich, weil der bekommt jedes Mal dann Zugleiste, wenn wir, ne, ihr seht hier, ich habe das glaube ich schon mal gezeigt, letzte Episode, immer dann, wenn, wenn wir einen anderen Truppler angreifen, kriegt er Bonuszugleiste. Und das Gefährliche an der Sache ist, dass der damit die alle zum Laufen bringt. Den Zugleistenzug zum Laufen bringt. So, super. Glücklicherweise kann Anakin die Gegner verwirren. Das bedeutet also, wenn die Gegner verwirrt sind, kriegen die keine Bonuszugleiste, können auch keine Bonusangriffe starten, Hilfsangriffe und so weiter. Dementsprechend haben die ja nicht mehr viel zu melden danach. Super. So, ne, einfach weggefrühstückt. Also wir hatten jetzt keine Buffs oder Debuffs oder sonst irgendwas. Ich hätte das vielleicht noch mit den Druiden machen können. Allerdings wird da Grievous markiert. Ich müsste die... Eigentlich könnte ich freiwillige Vorhut ablegen. Diese Karte ist so spezifisch. Die braucht man so selten eigentlich. Und meistens schadet sie mehr, als dass sie hilft, muss ich sagen. Solange man nicht die entsprechenden Teams hat. Ich gehe mal hier rein. Moment, ich will mal ganz kurz gucken, was es noch fehlt. Pass mal auf, ich gucke mal ganz kurz, was es noch fehlt hier. Zweimal das hier, okay. 40, dann noch 20 Mal Verteidigung erhöhen und ihr seht hier, eine Verteidigung erhöhen und das ist alles ein bisschen schwierig. Verteidigung erhöhen können wir machen mit unserem Jedi-Team. Allerdings, komm, ich versuch's doch mal mit denen hier. Ich versuch's doch mal mit denen. Vader kann das hinkriegen. Ihr wisst ja, ne? Ich habe ja einen Plan, wie ich das schaffen kann, selbst wenn wir verwirrt sind. Vader darf halt nur nicht... Ja, genau, super, klasse. Wir sind nicht verwirrt worden, das ist gut. Also machen wir erstmal hier Schaden über Zeit auf alle, sehr schön. Gehen dann in den Rage-Mode und greifen jetzt jeden einmal an. Am wichtigsten ist für mich immer Echo, dass der Fähigkeitenblockade bekommt. Alle anderen sind mir dann eigentlich relativ egal, ne? Also da greifen wir jetzt mal an, wenn die Fähigkeitenblockade haben. Ob das klappt oder nicht, ist egal, weil wir sowieso mehr als genug Züge rausholen werden hier. So, sehr schön, machen wir noch einmal hier so, boom, auf alle, wunderbar. Und dann schmeißen wir Stöckchen auf ihn, damit die Debuffs verschwinden und wir Bonuszugleiste erhalten. Jetzt geben wir die Zugleiste hier Mara Jade oder tauschen mit Mara Jade, machen dann hier Schaden auf alle, kriegen dann tonnenweise Bonuszugleiste für Mara Jade und für Palpatine, ne? Und jetzt können wir anfangen, hier unsere Gegner entsprechend anzugreifen, denen ihre Zugleiste wegzunehmen und so weiter und mit Palpatine Action zu machen. Also würde ich mal sagen, machen wir erstmal Action hier auf Echo. Immer Gegner, die noch nicht schockiert sind, mit Palpatine angreifen, damit wir eben am meisten mit Palpatine rausholen. Und ihr seht, Echo ist ziemlich zäh. So, nehmen wir allen Gegnern Zugleiste, so gut wie es nur geht. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal Echo raus. Super. Und dann schockieren wir die Gegner wieder einen nach dem anderen. So, greifen damit Vader an. Ich würde mal sagen, wir greifen mal ihn hier an. Sehr schön, der ist erledigt. Greifen mit Mara Jade hier an, damit der auch erledigt wird. Palpatine kann den hier rausnehmen. Den nimmt Thrawn raus. Und hier greifen mit Vader wieder an. Und das war's dann. Superklasse. So, bei den Shops ist mir eigentlich relativ egal, was ich nehme. Hier sind noch einmal Truppler. Und deswegen würde ich sagen, machen wir im Prinzip das gleiche Prinzip wie eben. Im Prinzip das gleiche Prinzip. Aber dieses Mal nehmen wir Druiden. Gucken mal, wie die sich schlagen wieder hier. Grievous, wenn der markiert, das ist es gefährlich. Pass mal auf, ich mache jetzt mal freiwillige Vorhut raus. Kostet, das ist halt...
das, was mich ein bisschen nervt, ne? Wenn ich jetzt hier ins Inventar gehe und ich will jetzt hier freiwillige Vorhut rausmachen, weil mir die jetzt nicht viel bringt, muss ich trotzdem Energie dafür bezahlen. Das finde ich immer ein bisschen blöd, dass sowas Währung kostet, weil man ist manchmal zu gezwungen, seine Strategie mit den Karten anzupassen, und ich finde das gut, dass man die Strategie mit den Karten anpassen kann, weil man nur eine begrenzte Anzahl an Karten hat, die man anlegen kann. Das ist grundsätzlich eine tolle Idee, aber der Fakt einfach, dass es Energie kostet, ist ein bisschen blöd, finde ich. Weil man ja dann wiederum mehr Kristalle ausgeben muss, um die Energie aufzuladen und so weiter. Das macht das Ganze dann wieder mehr zu Pay-to-Win als zu einem Strategiespiel. Klar, man braucht natürlich auch Strategie, dass man eben nicht ständig Karten wechselt und so weiter. Aber ich sehe nicht, wo das Problem wäre, ständig Karten zu wechseln. Ich finde, Karten wechseln ist eine tolle Sache. Und das sollte nicht allzu aufwendig sein oder allzu teuer sein. Okay, wir machen erstmal das hier, gehen hier in den Support-Mode und dann nehmen wir mit Grievous erstmal allen Gegnern Zugleiste hier. Und der erste, den wir platt machen wollen, ist eigentlich er, aber wir müssen den Distanztruppler angreifen. So, super. Jetzt können wir auf ihn hier gehen und machen meistens Schaden auf alle. Das heißt, wir sorgen unfreiwillig dafür, dass Piet so viel Zugleiste bekommt. So, greifen noch einmal Piet an, sehr schön. Machen dann wieder Schaden auf alle hier. Piet ist erledigt, sehr schön, wir haben so viele Gegner auf einen Schlag erledigt hier. Ich würde mal sagen, als nächstes machen wir den hier platt, General Revers. Holen ihn das mal raus, superklasse. Und jetzt können wir uns hier hochheilen und den Rest platt machen. Die Druiden machen einfach immer noch mega Spaß in der Eroberung. Die sind nicht so stark wie am Anfang, habe ich das Gefühl, weil die Karten nicht mehr so günstig sind. Am Anfang, in den ersten Eroberungen, waren die Karten sehr oft sehr günstig für die Druiden. Vor allem mit sowas wie instabiler Entschleuniger und so Kram und thermische Zermürbung und sowas. Ne? Wisst ihr, da sind die Druiden halt richtig abgegangen. Irgendwie kriege ich die Karten nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber ist doch gut, ne? Capital Games lockert das ein bisschen auf. So, was haben wir hier? Kleines Stimpack ist hier für Währung. Hier ist kein Stimpack drin. Also ich gehe hier rein und nehme ein kleines Stimpack. Ich will einfach in der Lage sein, meine Einheiten hochzuheilen, wenn nötig, ne? So, gehen wir dann hier hin und gucken erst einmal, was hier nötig ist. Gewinne mit Kylo Ren unmaskiert am Leben. Das können wir schaffen. Beende die Schlacht mit ausgerüsteter... Okay, gut. Also, ihr seht, wir brauchen spezielle Karten, ja? Diese Karten... Die habe ich noch nicht, diese Karte, die hier nötig ist. Dafür haben wir dann Ben Solo. Das können wir erst machen, wenn wir Sektor 3 abgeschlossen haben. Aber das Ding hier kriegen wir hin. Gewinne mit Kylo Ren unmaskiert am Leben. Das heißt, wir gehen jetzt da rein in diesen Kampf. Moment. Das Erste, was wir machen, ist, wir legen wieder freiwillige Vorhut an. Ne, das meine ich hier. Jetzt muss ich... Oh, sorry, nicht Erfolge. Sorry, wir gehen nochmal hier rein. So ins Inventar. Legen freiwillige Vorhut an, weil das ist sehr, sehr praktisch, wenn man Gegner, wenn man Verbündete am Leben lassen will, ne? Am Leben halten will. Gehen dann hier rein. Und ihr seht, das ist im Prinzip das Einzige, was wir machen müssen. Ja, es gibt nur zwei Erfolge hier. Und den einen Erfolg kann ich noch nicht machen. Ich muss also später wieder hierher zurückkommen. Deswegen mache ich jetzt das mit Kylo Ren unmaskiert am Leben, okay? Und dafür gehe ich auf Truppauswahl. Wähle dafür mein Jedi-Team. Das hier. Aber anstelle von Obi-Wan nehmen wir Kylo Ren unmaskiert, ne? So, super. Den hier. Und wir sollten in der Lage sein, den am Leben zu halten, weil wir Jedi-Meister Luke haben. Hoffentlich reicht das dann, ne? Der sollte in der Lage sein, eben Dauer zu tanken im Prinzip. Und er verhindert ja auch 30%, weil wir freiwillige Vorhut haben, 30% Schaden, ne? Für die Flächenschaden und so weiter. So, ich muss die Zerstörung, den Schmerz und den Tod verhindern, den du bringen wirst. Okay, ihr seht da, da habt ihr schon mal für uns geholfen, dass wir den Flächenschaden verhindert haben. Und der Erste, den wir platt machen wollen, ist er hier. So, das Problem ist halt, er... Das Problem ist halt leider, er provoziert ebenfalls. Und vielleicht, pass mal auf, wir gehen mal ganz kurz hier raus. Ich will was testen. Wir gehen doch mal hier in den Kampf. So, nehmen doch mal dieses Team. Wir machen aber Shark T raus. Und nehmen dann Visas Mar mit. Aber Visas Mar kann wiederbeleben, oder? Die kann alles wiederbeleben, glaube ich. Ich will einfach mal die Fähigkeit benutzen. Dunkle Heilung, was war das hier? Von der Gesundheit wird ein zufälliger Verbündeter mit 50% Gesundheit wiederbelegt. Okay, pass mal auf. Wir versuchen mal, wie ist das mal? Hier ist nicht komplett ausgerüstet. Ich versuche, ob ich hier noch irgendwie hier ein paar Mods geben kann oder so, dass sie ein bisschen stärker wird. Filtern mal nach nicht ausgerüsteten Mods. So. Gehen dann hier hin. Und habe ich irgendwas mit Tempo? Das gibt 32 Tempo. Schutz ebenfalls. Weiß wie das Ding mal zu einfach jetzt. Ist jetzt egal, ne? Ich gebe einfach mal das Ding hier. Alles andere ist erst einmal egal. Und dann versuchen wir mal, ob wir vielleicht mit Visas Ma, ob die ein bisschen hilfreich sein kann, falls Kylo Ren stirbt, dass wir ihn wiederbeleben können eventuell, ne? Also der Yoda kann ja ebenfalls heilen. Oder, ja, genau, heilen. Das ist gut.
Okay, super. Soll mir ja keiner nachsagen, ich würde es nicht versuchen. Okay, er geht drauf. Ja, der Flächenschaden ist da. Wir machen jetzt ebenfalls Schaden auf alle hier. Sehr schön, mit Fähigkeitenblockade und Kram. Machen das hier. Und normalerweise würde ich Luke vorschicken. Allerdings schicke ich jetzt mal Visas Mar vor. Und zwar deswegen, damit sie Ausbildung bekommt und stärker wird, zäher wird. Wisst ihr? Damit ihr ein bisschen mehr einsteckt. Jetzt machen wir das hier auf alle. Sehr gut. Und machen das hier neben Luke mit. Ich muss wahrscheinlich erst den hier killen. Wir machen jetzt hier dunkle Heilung. Und haben ihn wiederbelebt. Seht ihr aber der? Und können jetzt auch direkt heilen. Superklasse. Der ist aber jetzt nicht. Wir machen jetzt das hier und nehmen ihn mit. Sehr schön. Okay, noch einmal bitte auf ihn. Superklasse. Okay, er lebt immer noch. Das ist gut. Ja, er lebt noch. Er lebt noch, stirbt nicht. Machen das hier und nehmen ihn mit. Okay, der ist erledigt. Das ist schon mal gut. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch die Gegner killen, die irgendwie Flächenschaden machen können. Kann ich vielleicht mal das hier machen? So, es geht natürlich daneben. Wir kriegen Verteidigungsdurchdringung, was gut ist. Machen hier Schaden auf alle. Sehr schön. So, die kann Flächenschaden machen. Wir betäuben sie aber mit Keil und heilen uns dabei ein bisschen. Machen das hier und schicken dann Luke vor. Sehr gut. Dann greifen wir hier an. Es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten. Oder wenn man jetzt beispielsweise sein erste Ordnung-Team ausgebaut hat, ist es sowieso einfach. Aber seht ihr, ich habe jetzt mal einen Nutzen gefunden für Visas Mar. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von Visas Mar. Ich liebe sie. Sie ist einer meiner größten Lieblingscharaktere aus KOTOR 2. Ich würde sogar sagen, mein Lieblingscharakter aus KOTOR 2. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall finde ich Visas Mar mega, mega cool. Und ich habe es schon mal gesagt, in einem älteren Video. Visas Mar ist der einzige Charakter aus KOTOR 2, der aus der Hauptparty von KOTOR 2 ist, von den Hauptcharakteren. Denn ihr wisst ja, der Hauptcharakter in KOTOR 1 war ja Revan. Und es gibt ja das komplette Team von Revan gibt es ja hier in dem Spiel. Ja, das ist ja das alte Republik-Team mit Karth und Nasi und so weiter, ne? Das sind ja alles die Charaktere, die Revan begleitet haben. Das war die Party von ihm, mit der er dann gegen Malak und so gekämpft hat. So, Visas Mar war ja die Schülerin von Darth Nihilus oder Darth Nihilus. Und sie hat sich Mitra Surik angeschlossen. Mitra Surik ist der weibliche Hauptcharakter aus KOTOR 2, also Star Wars Knights of the Old Republic 2. Und, also ich kann hier die letzten drei Karten kann ich nicht holen, ne? Dann müssen wir erst Sektor 3 abgeschlossen haben, dann geht das. So, und Visas Mar hat sich ja der Mitra Surik und ihrer Party angeschlossen. Es gibt aber in diesem Spiel weder Mitra Surik noch all die anderen Charaktere, die sie begleitet haben. Die gibt es nicht. Es gibt aber die drei Hauptgegner, nämlich Nihilus oder Nihilus, Sion oder Sion oder Sean. Es gibt drei Möglichkeiten, diesen Namen auszusprechen, mindestens. Oder Darth Dreyer oder Traya, wie auch immer. Ja, also diese drei, das Triumvirat, das waren ja die drei Hauptbösewichte in, die drei Hauptantagonisten in Star Wars Knights of the Old Republic 2. Und die drei wurden besiegt von Mitra Surik und ihrem Team. Und von diesem Team ist Visas Mar interessanterweise der einzige Charakter, der es bisher in das Spiel geschafft hat. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, warum. Warum ausgerechnet Visas Mar und wo sind die anderen? Warum kamen die nicht bisher? Und wenn ich mir Charaktere wünschen dürfte, die als nächstes kommen, dann würde ich sagen, Leute, legt mal ein bisschen Wert darauf, dass die mal da reinkommen. Ja, neben den anderen alten Republik-Charakteren, die ja ganz offensichtlich, über die wir schon mal gesprochen haben, aus dem Spiel Star Wars The Old Republic, ja, wie Darth Malgus und so weiter, macht doch erstmal KOTOR 2 fertig. Und gebt doch erstmal dem Widerstand und der ersten Ordnung eine richtige Flotte. Wisst ihr, es gibt so viele andere Baustellen. Aber gut, der Grund, warum Capital Games das nicht machen, ist sehr oft der, dass die eine Art Flow haben. Also wisst ihr, die gehen mit dem Flow, die sagen es ebenfalls, let it flow, lass es fließen. Und die Sache ist die, die machen, die brainstormen natürlich. Brainstorming heißt, die setzen sich an einen Tisch und machen sich darüber Gedanken. Wer hat welche Vorschläge, welcher Charakter als nächstes ins Spiel kommt, wie soll der Charakter aussehen, aus welcher Zeitepoche wird der Charakter genommen oder aus welchem Zeitthema-Dingens, ne, wisst ihr? Und welche Fähigkeiten soll der Charakter haben und vor allem auch welchen Nutzen soll der Charakter in dem Spiel haben? Ja, welches Team soll er verstärken? Welche Lücke soll er erfüllen? Über solche Dinge machen sich Capital Games Gedanken. Ja, das sind spieldesigntechnische Fragen, die sich stellen. Und es kann einfach sein,
dass wir sagen dann, hey, bring doch einfach mal neue Schiffe oder bring doch den und den Charakter, bring doch den und den Charakter. Aber Capital Games haben vielleicht aktuell nicht die Ideen oder die Möglichkeiten, diesen Charakter so ins Spiel zu bringen, wie die sich das vorstellen, um das Spiel zu balancen, um gewisse Ziele zu erreichen und so weiter, wisst ihr? Gewisse Teams zu vervollständigen, deswegen. Aber zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos ist der Marquee-Event draußen für Hondo, hier, ne, pass auf. Hier, ich zeige euch das am besten mal. So. Hondo Onaka. Ist das nicht geil, Freunde? Endlich! Ich glaube, seit ich angefangen habe, dieses Let's Play zu machen, vor, weiß nicht, wann war das? 2, 3, 4 Jahren? Ich weiß nicht mehr so genau. Vor einigen Jahren auf jeden Fall. Ich spiele das ja schon ein ganzes Weilchen. Seit ich angefangen habe, dieses Spiel zu spielen, ist es so, dass wir darauf warten, dass Hondo Onaka ins Spiel kommt. Und da ist er endlich. Und den Marquee-Event werde ich natürlich auch spielen. Und dann noch ein Video dazu machen, weil ich mich mega darauf freue. Aber gut, jedenfalls erst nochmal hierhin zurück. Ich wollte das einfach nochmal festgehalten haben in diesem Video hier. Und irgendwann haben Capital Games dann die Ideen und die Voraussetzungen, die dafür nötig sind, solche Charaktere ins Spiel zu bringen. Und dann passiert das auch. So, Durchhaltewille. Geist von Münde außerhalb seiner Runde an, hat ein pro Runde einen weiteren Angriff. Gar keine Frage, das nehmen wir. Egal, was hier noch drin ist, also fast egal, das Ding ist einfach viel zu wichtig. Ja, weiterer Angriff ist einfach Gold wert. Deswegen nehmen wir das Ding jetzt hier, haben das doch gleich angelegt, ist mir auch wert, 3 Kapazitäten dafür zu bezahlen. Und jetzt gehen wir hier rein und ihr seht, was wir noch brauchen. Einmal Kampf, ne, mit hier ohne Tanks im Trupp und dann den ganzen anderen Rest. Der ganze andere Rest ist ultra easy peasy lemon squeezy einfach, ja. Wir gehen also hier rein, machen jetzt hier mal ein bisschen das Ding. Ich will zumindest mal das hier abschließen, wisst ihr? Und jetzt machen wir ein bisschen BH squeezy. Und wenn ich sage BH squeezy, dann meine ich damit natürlich Bounty Hunter squeezy, okay? So. Oh, ich habe immer noch... Oh, ich habe immer noch Fokus auf Vader. Oh Mann, das ist gar nicht gut. Vader, halte noch ein bisschen. Ah, von wegen Bounty hat das Squeezy. Squeezen gerade Vader. Nein! Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe, Freunde. Die machen uns fertig. Von wegen, das ist einfach. Aber erst einmal machen wir noch mal freiwillige Vorhut weg. Das brauche ich einfach viel zu selten. Das ist so eine Karte. Meiner Meinung nach, freiwillige Vorhut ist so eine Karte. Die ist saugut, wenn man sie hat. Die braucht man unbedingt. Ja, unbedingt. Aber nur in bestimmten Teams. Und ich würde mal sagen, ich lade jetzt hier nicht Energie auf. Doch, ich lade Energie auf. Sorry, ich lade einmal Energie auf. Ich gehe jetzt hier rein, mache den Kampf mit euch gemeinsam onscreen und mache dann die Energie leer offscreen. Dann bin ich hier fertig und lasse die Energie aufladen, wisst ihr? Okay, jetzt ist die Chance, dass nicht Vader angegriffen wird, sondern irgendjemand anderes. Und mir ist egal, ob wir es mit 3 Sternen... Mir ist egal, ob wir das mit 3 Sternen schaffen oder nicht. Ja, oder mit nur einem Stern. Das ist mir völlig egal. Wichtig ist nur, dass wir es schaffen. Ja, damit wir das Ding hier ohne Tank im Trupp abgeschlossen haben. Das ist für mich das Wichtigste. Alles andere ist für mich erstmal zweitrangig. Und das können die 3 hier alleine schaffen. So, also alleine zu dritt, ne? Wisst ihr, was ich meine damit? So, und wir schmeißen das Stöckchen. Ist egal, dafür. Ich schmeiß mal auf Boba, weil der keine Fähigkeitenblockade hat. Dann greifen wir jetzt hier ihn hier an. So, sehr schön. Und ihr seht, wir greifen jedes Mal außerhalb der Runde an. So, machen das hier auf ihn. Sehr schön. Oh, ich nehme alles zurück, von wegen, die können das alleine schaffen. Durch die Fähigkeitenblockade kriegen die das nicht hin. Die Gegner sind auch voll aufgetuned, ne? Merkt ihr das? Die machen ziemlich viel Damage. Okay, kann ich das vielleicht schaffen mit unserem Grievous-Team? Sorry, Durchhalterwille. Wir gehen jetzt hier rein, gehen hier da so auf das Ding hier. Dann mache ich eben einen anderen Knoten. Ja, ich wollte das ja farmen hier. Ich brauche nur ein Team, mit dem ich das effektiv farmen kann. Versuchen wir es mal mit denen. Okay. So, Schaden auf alle bitte. Und ihr seht, es ist gut, dass wir freiwillige Vorhut momentan nicht haben, damit Grievous nicht markiert ist. Und der Erste, den ich platt machen will, ist eigentlich er hier. Ja, weil der hat die Möglichkeit, uns zu one-shotten. Das würde ich gerne vermeiden. Auch wenn der hier ebenfalls gefährlich sein kann. Ich gehe trotzdem mal ganz kurz auf ihn. Und zwar der Grund ist der, wir nehmen Zugleiste. So, können wir ihn betäuben vielleicht? Jawohl, super, sogar betäubt, das ist gut. Alle anderen sind mir erst einmal egal. Jetzt machen wir nochmal Schaden auf alle hier. Ihr seht, Grievous und die Druiden kriegen das hin. Das heißt, wir können ein paar Druiden-Kills holen. Nehmen nochmal einen Zugleister, so gut wie es nur geht. Heilen dann natürlich unseren Tank, damit der bei Top-Gesundheit bleibt. Sehr schön. Machen das hier, um uns schneller zu machen. So, Grievous kann den hier killen, oder? Nein, fast. Er kann ihn... Ah doch, super. Durch die Angriffe außerhalb der Runde ging der sehr, sehr schnell down. Und die Gegner haben auch fast keine Bonusverteidigung mehr. Die der hier bekommt, ne? Ich finde das übrigens ziemlich cool, dass die Kopfgeldjäger mit sowas anfangen. Jetzt gehen wir auf ihn hier.
So, dann greifen wir so an. Sehr schön. Da können wir also, kann ich im Prinzip offscreen so ein paar Druiden-Kills farmen, ne? Wisst ihr, das muss ich ja nicht onscreen zeigen. Aber dann kann ich zumindest die restlichen Erfolge noch holen. Das heißt, wenn wir uns dann das nächste Mal wiedersehen, ist das hier abgeschlossen. Oder sind einige Erfolge abgeschlossen? Druiden-Kills sind da abgeschlossen. Erhöhte Verteidigung kriege ich ja ganz leicht mit meinen Jedi hin. Sehr gut, ne? Und das heißt, wir haben jetzt hier mehr Einheit mit Druiden gekillt. Und den ganzen anderen Rest, den mache ich jetzt offscreen mit der Restenergie, die ich habe und was sich noch ein bisschen aufgeladen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in der nächsten Episode. Und da werden wir dann gemeinsam Sektor 2 spielen, okay? Also Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Möge die Macht der Separatisten-Druiden mit euch sein.